Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta. Ich bin in Sweet and Sour, also in Süß und Sauer. Das ist ein, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Freeware-Spiel ist, ich weiß nicht. Ich muss mal recherchieren. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre alt. Es war nicht auf einer hier so Computerspiel-Zeitschrift-CD drauf, die ich im Schrank gefunden habe von, boah, jetzt will ich nicht lügen, 2005, 2006, irgendwann um die Dreh rum. Und da war das halt mit drauf. Das habe ich mal installiert, um mir das mal anzugucken. Fürs Archiv, ja, für die heilige Mission. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Freeware ist. Ich werde es auf jeden Fall recherchieren und falls es das ist, werde ich es euch verlinken. Gut, ich verlinke alle Spiele zu den entsprechenden Seiten. Auch die, die nicht Freeware oder Free-to-Play sind, verlinke ich natürlich auch auf ihre entsprechenden Seiten, wenn ich sie noch finde, wenn es nicht zu alt ist und nichts mehr da ist. Oder halt auf einem Wiki-Artikel oder hast du nicht gesehen. Falls es nicht mal einen Wiki-Artikel gibt in akzeptablen Sprachen, also akzeptabel im Sinne von den Sprachen, denen ich erwarten kann, dass viele deutschsprachige Zuschauer des Kanals den Artikel lesen können, also Deutsch, Englisch, Französisch. Und wenn ich tatsächlich in diesen drei Sprachen es nicht finden sollte, dann bin ich auch bereit, Spanisch, Italienisch oder Russisch zu verlinken. Wobei da die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand kann, massiv abnimmt im Vergleich zu den ersten drei Sprachen, die ja Schulsprachen sind in Deutschland. Also relativ früh schon einsetzen. In den westlichen Bundesländern fängt man ja schon eine Grundschule mit Französisch an. In, ich glaube, allen deutschen Bundesländern irgendwann auch Englisch, spätestens fünfte. Keine Ahnung, ich bin da schon lange raus. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das läuft. Und Russisch, Spanisch, Italienisch, das sind, glaube ich, Sprachen, die kann man, wenn man will, in den Oberstufen belegen oder in der Mittelstufe noch zusätzlich. Habe ich zumindest ein paar Freunde. Also, falsch, ich habe Freunde, die hatten das. Die Freunde, die ich habe, die sind schon lange aus der Schule raus. Es sei denn, das sind Jungs aus dem Clan. Das ist was anderes. Da sind tatsächlich ein paar Jüngere dabei. Die könnte ich tatsächlich mal, wenn mich das jetzt total brennend interessieren würde, irgendwie dazu befragen. Und wahrscheinlich habe ich das in 5 Minuten schon vergessen, das Thema. So, gut. Credits, Exit, gut, start the game. Okay, das ist denn diese Dinge, diese tatsächlich süß-sauren Teile, die man auf dem Jahrmarkt kaufen kann. Also zumindest auf dem Jahrmarkt kenne ich die. Das sind so, ich glaube, das ist so Esspapier, das gefüllt ist mit so einem Pulver, das süß und sauer ist. Also, ah, ich habe eine Maus. Ah, okay. Ach, ich soll die so wegessen? Ah, und ich krieg Punkte, wenn das so, wenn das so eine Reihe bildet. Okay. Ja, okay, so Spiele kennen wir schon, gell? Davon haben wir uns schon einige im Frakta Games Archiv angeguckt. Ach, guck an, dann schauen wir es nach und dann... Alles klar, gut. Ja, aber da bin ich mir relativ sicher, dass das ein Freeware-Spiel ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das nicht Freeware ist. Okay, wir machen uns mal einen Spaß. Ich krieg ja für jeden Punkt, wenn ich das richtig sehe. Ah shit, hier gibt's keinen roten. Ach doch, hier. Warte. Ach. Na toll. Habe ich mich gerade verklickt, oder? Das war übrigens wieder meine fette Kette, die auf den Schreibtisch gesprungen ist. Also falls ihr dieses Scheppern gehört habt. Gut, da ist kein rotes mehr. Okay, dann müssen wir es hier probieren. Okay, das gibt auch noch maximal 500. Okay, wissen wir, okay, es gibt Boni bis 500. Okay, jetzt wenn es echt so nur... Ah, es geht nur quer, es geht nicht längs, okay? Okay.
Warum denn bitte schon Game Over? Okay, ich habe den Highscore wahrscheinlich nicht geknackt. Gott, habe ich nicht geknackt. Macht nichts. Okay, das ist also süß und sauer. Also sweet and sour. Katzgeone. Die hockt sich mir direkt vor das Mikrofon. Fängt an zu brummen wie ein Propeller. Also wahrscheinlich, weil die Katze denkt, ich rede mit ihr. Alles andere wäre für die Katze absolut nicht nachvollziehbar. Okay, ich glaube, da brauchen wir jetzt kein weiteres Video zu machen oder das weiter zu spielen. Ich glaube, es ist klar, worum es hier geht. Das ist so ein typisches Casual-Game, das man so in der Mittagspause spielt. Also andere Leute, ich spiele, was nennt man in der Mittagspause? Aber das eine, ja, Geschmäcker sind verschieden, das ist ja gut so. So, also wie gesagt, wenn das Freeware ist, verlinke ich es euch. Wenn ich es dann finde im Netz, wie gesagt, das ist schon dann 10 Jahre alt, ja? 9 bis 10 Jahre alt. Wenn das, ja, und wenn ich dazu noch was finde. Ansonsten sehen wir es als historisches Video an, ja, quasi ins Archiv, so, das gab es mal. Und wer noch Zugang hat zu so einer alten CD, wie ich, beziehungsweise wenn es Freeware ist, könnte ich mir den Spaß erlauben, glaube ich zumindest, dass mir da keiner irgendwie böse kommt, dass ich das hoch, wenn ich Bedarf wäre, dass ich das irgendwie im auf unseren Server lade oder so, dass ich das ziehen könnte. Kann ja sein. Ist ja gleich die Zeit abgelaufen. Dann passiert jetzt nichts mehr. Das geht jetzt immer. Jetzt läuft die Zeit wieder hoch. Ist ja witzig. Okay. Dann, wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis gleich. Tschüss.